Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Hier seht ihr meine Tipps einmal im Überblick. Bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren und ja, das würde mich natürlich sowieso immer freuen. Aber auch ein dickes Dankeschön an euch für 10.000 Abonnenten. Ich will nichts Falsches versprechen, aber vielleicht gibt es dann in Kürze dazu mal ein kleines Spezial. Jetzt soll es aber losgehen mit der Prognose. Hoffenheim empfängt am Freitagabend den SC Paderborn. Und damit soll es jetzt losgehen. Danke fürs Reinschalten. Der SC Paderborn konnte am vergangenen Wochenende die ersten drei Punkte einstreichen. Gegen Fortuna Düsseldorf setzte man sich mit 2:0 durch. Hoffenheim gewann 3:2 gegen Hertha BSC. Das war eine durchaus überzeugende Vorstellung. Dann eine starke Kontersituation hier für Kader Rabeck alleine vor Leopold Zingerle. Da steht der SC Paderborn offen, wie man es eher zu Beginn der Saison noch gesehen hat. Was dann der rechte Flügelspieler von Hoffenheim draus macht, ist mangelhaft. Doch der SC Paderborn weiterhin mutig, ließ sich davon nicht entmutigen. Sabiri. Spiel zu Karpitsch, der erst an den Pfosten, doch er setzt nach und schlägt zu. 26. Spielminute, Rifat Karpitsch bleibt eiskalt im zweiten Versuch, drückt ihn dann über die leere Torlinie. Da sah Hoffenheim in der Defensive alles andere als sattelfest aus. Und Paderborn davon getragen. Kai Pröger und Dräger im Zusammenspiel. Pröger im Strafraum. Zieht ins kurze Eck, doch Oliver Baumann ist aufmerksam. Riecht den Braten und kann ihn rausfischen. Die Sinsheimer wie von der Rolle. Vor der Pause nochmal die Paderborner. Kein Zugriff bei der Schreuder 11 und Zulinski schlägt dann zu. Dritte Minute der Nachspielzeit. Ben Zulinski zum 2:0. Und Hoffenheim muss sich fragen, was nach dieser Großchance von Kader Rabeck los war. Danach kam nämlich nichts mehr. Der zweite Durchgang ging dann aber besser los. Robert Sko über die linke Außenbahn. Die Flanke. Schonlau kannst du in die Mitte klären und Lukas Rupp steht da und schließt an. 51. Spielminute. Schlecht von Schonlau gemacht. Und Lukas Rupp ist völlig frei und zieht aus knapp 11 Metern ab. Hoffenheim davon gepusht. Natürlich. Fehler von Collins. Florian Grillitsch schlägt nochmal zu Sebastian Rudi. Ein Passspiel der zentralen Mittelfeldspieler und Kramaric, der im Endeffekt abschließt in der 58. Minute, doch nur den Außenpfosten trifft. Die Zeit lief jetzt davon für die TSG. Nochmal Andrej Kramaric, Leopold Zingerle hielt aber den Dreier fest für die Gäste. 5 Minuten vor dem Ende, die letzte sehenswerte Möglichkeit des Abends. Und so gewinnt Paderborn zum zweiten Mal in Folge eine Partie, hat jetzt 7 Punkte auf dem Konto und kann vielleicht doch sogar wieder an realistischen Chancen des Klassenerhalts schnuppern. Nach der enttäuschenden Pleite in Freiburg wollte RB Leipzig zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 Wiedergutmachung betreiben, doch die Roten Bullen waren zu Beginn weit aufgerückt. Dann Riedle Baku, der rüberlegt zu Adam Scholloy. Und in der 14. Spielminute kratzt sein Landsmann den Ball raus. Peter Gulaschi mit einer starken Tat kriegt er hier den Ball von Scholloy noch gerade so gefasst. RB Leipzig kam dann nach einer halben Stunde endlich so richtig ins Spiel. Dämme zu Ademola Lookman. Paulsen zu Halstenberg. Forsberg zu Paulsen. Und das 1:0. 33. Minute. Doch überraschend zu diesem Zeitpunkt. Robin Zentner kommt nicht mehr ran. Zu platziert dieser Schuss. Doch Mainz steckte auch den Kopf nicht
in den Sand. 5 Minuten vor dem Seitenwechsel kam die Elf von Sandro Schwarz zu einer nächsten Möglichkeit. Pierre Kunde steckt zu Boetius durch und der nicht im Abseits und mit etwas Glück zum 1:1. Hier behindern sie sich noch gegenseitig. Boetius bleibt in der Szene drin. Kunde spielt einen super Ball. Und so stand es nach 45 Minuten nicht unverdient 1:1, weil Leipzig nicht das Spiel auf den Platz brachte. Und der zweite Durchgang lieferte ein ähnlich offenes Bild. Der erste FSV Mainz von der 3:1 Erfolgsgeschichte gegen den ersten FC Köln noch beflügelt. Hier die nächste Chance für Adam Schorloy. Setzt den Kopfball aber etwas zu hoch an. War auch nicht ganz so einfach zu verarbeiten. Befreiungsschlag von Robin Zentner. Und RB Leipzig setzt endlich mal nach. Haidara. Lookman steckt zu Paulsen durch. Doch Mainz haute alles rein. Alexander Hack mit der Grätsche. Mainz musste ja auf den gelb gesperrten Niakate verzichten. Die fünfte hatte er sich eingehandelt gegen die Geißböcke. Schlussphase. Mainz nochmal. Pierre Kunde Malon. Wieder so ein genialer Ball und der führt wieder zum Treffer. Aaron Martin. 87. Spielminute. Der linke Verteidiger mit der Entscheidung. In dieser Partie, Leipzig konnte sich nicht mehr berappen und muss sich hier geschlagen geben. Zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05, unter dem Strich nicht unverdient, mit 1:2. Der SV Werder Bremen spielt zu oft unentschieden, zuletzt 2:2 gegen Bayer 04 Leverkusen. Ein nicht gegebener Elfmeter in der Nachspielzeit sorgte noch für einen Faden Beigeschmack. Der SC Freiburg ist wirklich auf Wolke 7 aktuell. 2:1 gegen Leipzig gewonnen. Die erste Chance gehört hier dennoch den Bremern durch Davy Klaassen, der es aus der zweiten Reihe mal versucht. Freiburg spielte abwartend und dann mit Nadelstichen nach vorne. Yannick Haberer und Günther, vielleicht der überragende Mann aktuell bei Freiburg. Koch zu Jonathan Schmid. Und Pavlenka muss das erste Mal richtig eingreifen, hat er Probleme, ist schon auf den Boden unterwegs, dann kratzt er ihn gerade noch so raus. Nun Nils Petersen vor dem Seitenwechsel, aber nochmal in Szene gebracht. Und der Typ ist einfach ein Phantom, heute in der Startaufstellung für Waldschmidt dabei. Feuert ihn rein gegen seinen Ex-Club, lässt Pavlenka keine Chance und so lag Bremen mal wieder mit 0:1. Zurück. Im zweiten Durchgang wollten sie schnell ausgleichen. Eggestein, Klaassen, schön gespielt zu Sargent im Endeffekt. Doch Klaassen stand im Abseits. Ansonsten war es wirklich ein sehenswerter, nahezu überragender Spielzug. Schauen wir nochmal drauf. Gut gemacht, aber Sargent dann eben nicht mehr regelkonform erfolgreich. Der SC Freiburg mal mit einer Flanke. Gondorf und Höhler. Pavlenka verhindert das 2:0. Die Breisgauer lieferten wieder richtig gut ab. Und sind aktuell durchaus als Spitzenteam zu bezeichnen. Knappe Stunde gespielt. Bremen hatte viele Probleme. Jonathan Schmid zu Yannick Haberer und Robin Koch. Nach vorne durchgestoßen. Doch Pavlenka hielt das Spiel hier offen für seine Mannen. Milot Rashica jetzt mal mit einem schönen Antritt auf der linken Außenbahn. Sah man zu selten am heutigen Tag. Klaassen zu Nuri Sahin. Rashica nochmal. Das sind jetzt schöne Kombinationen und Maximilian Eggestein hat dann genug in der 70. Spielminute. Bringt den SV Werder Bremen zum Ausgleich.
Doch das brachte auch keine Schlussoffensive mehr. Werder Bremen spielt wieder nur unentschieden. Der SC Freiburg lieferte gut ab und verdient sich hier diesen Punkt. Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Eine Spitzenpartie, der Tabellenführer zu Gast in der Bayer Arena. Die erste Möglichkeit ergab sich nach einer Standardsituation für Bayer 04. Lucas Salario mit dem Kopfball. Doch der Winkel ist zu ungünstig, um da ganz viel Gefahr zu entfachen. Somit kein Problem für das Gehäuse von Jan Sommer. Doch Borussia Mönchengladbach brauchte etwas, um sich hier reinzufinden. Hatte Glück, nicht in Rückstand zu liegen. Dann nach einer halben Stunde das erste Mal nach vorne. Zielstrebiger unterwegs. Patrick Herrmann zu Florian Neuhaus. Schöner Ball und Radetzky ist überwunden. 34. Minute. Das äußerst glückliche Führungstor. Demirbay kommt dann den Schritt zu spät. Leverkusen wollte das korrigieren. Noch vor dem Seitenwechsel. Julian Baumgartlinger und Kerim Demirbay. Wird nicht richtig angegangen. Das ist nur Geleitschutz. Und dann haut er mal einen raus, trifft nur den Pfosten. Glück für Jan Sommer und Co. Das war schlecht verteidigt. Führte aber eben nicht zum 1:1. So ging es in die Pause mit dem Führungstreffer für die hellblauen Gäste. Nun Dennis Zakaria. Was für ein Solo, aber das wird ihm auch ziemlich leicht gemacht. 48. Minute, 0:2. Weil Leverkusen in der Mitte völlig offen ist. Unerklärlich, zu spät rückt einer rauf. Und Gladbach nutzte seine Chancen eiskalt. Leverkusen hatte nur noch eine Viertelstunde Zeit. Nun mal Demirbay zu Lucas Salario und der mit dem Anschlusstreffer. 76. Minute, der zweite Durchgang auch von Leverkusen nicht mehr so gut geführt. Brachte neue Hoffnung für die Bosch-Elf. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Konnte Gladbach das über die Ziellinie retten? Sie bekommt es nicht geklärt. Und dann die letzte Chance. Dritte Minute der Nachspielzeit. Jan Sommer pariert den Ball und hält den Sieg fest für den Tabellenführer. Sie waren eiskalt in den entscheidenden Momenten. Leverkusen war eben zu fahrlässig in der Chancenverwertung. Eintracht Frankfurt hat in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass sie den FC Bayern München ärgern können. Vor allem hier in der heimischen Commerzbank Arena ist Frankfurt extrem gefährlich. Auch für den Rekordmeister. Doch das war hier zu Beginn alles andere als gefährlich und stark für die Bayern. 7. Minute, Serge Gnabry. Viel zu einfach. Frankfurt ohne jeglichen Zugriff. Gnabry macht es dann aber auch stark. Die Frankfurter also davon übermannt. Auch gegen Gladbach brauchten sie lange, um ins Spiel zu kommen. Nun Kamada auf Jibril Sow und der Ausgleich. 20. Spielminute. Zu dem Zeitpunkt doch etwas überraschend, aber stark gespielt und die Bayern weisen schon wieder defensive Schwächen auf, wie man sie als Top-Team eigentlich nicht aufweisen sollte. Doch es ging postwendend wieder in die andere Richtung. 28. Minute, starker Ball von Thiago auf Kingsley Coman, der da seinem Gegenspieler entwischt. Und zuschlägt. Nach 45 Minuten eine tolle, abwechslungsreiche Partie, die rechtmäßig 2:1 für die Gäste stand, weil Frankfurt einen Gedanken zu langsam war. Zweiter Abschnitt, Frankfurt aber schnupperte wieder am Ausgleich. Paciencia, schöner Ball zu Kostic, der mit seinem schwächeren rechten Fuß abschließt, trotzdem Manuel Neuer vor Probleme stellt. Aber nicht erfolgreich genug. Über eine Stunde gespielt. Nun Danny da Costa mit der
missglückten Flanke, die einfach so durchläuft, der FC Bayern München. Aber etwas zu fahrig. Chor gewinnt den Ball. Fernandes, und dann ist es Kamada mit dem Abschluss. Manuel Neuer fängt ihn aber ab. Was war mit den Bayern los? Im zweiten Durchgang kaum mal was nach vorne zu sehen. Wie schon so häufig in den vergangenen Wochen. Koman jetzt mal mit der Flanke. Die ist zu weit gezogen. Thomas Müller kommt zwar ran mit dem Kopf, doch kann ihn nicht gefährlich auf den Kasten bringen. Schon die Schlussphase. Die letzte Aktion nochmal für Frankfurt. Da Costa mit der Flanke. Pavard kann sich richtig klären. Kostet stark zu Dominic Kor. Doch der Ball von Pavard abgefälscht und entschärft. So retten sich die Bayern mit durchaus einer dicken Portion an Glück über die Ziellinie, gewinnt hier mit 2:1, wobei Frankfurt mit dem Auftritt auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt hätte. Der Auftritt des BVB in Gelsenkirchen war alles andere als überzeugend, so wollte man ein besseres Gesicht zeigen gegen den VfL Wolfsburg, doch die Elf von Glasner ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Die Schwarz-Gelben aber trotzdem mit einem Feuer, das man lange nicht mehr so gesehen hatte in der Anfangsphase. Dritte Minute, 1:0, Julian Brandt, Reus Schuss, unglücklich vor die Füße abgewehrt von Brandt. Und der bleibt dann eiskalt. Und der BVB davon erstmal beflügelt. Julian Brandt nun wieder. Thomas Delaney hat da ein bisschen viel Zeit. Hazard zu Julian Brandt. Und Pavao Pervan mit einer starken Tat. Die Wölfe fanden hier zu Beginn des Spiels nicht statt. Aber das auch nur, weil die Gastgeber richtig stark ablieferten. Der anschließende Eckstoß auch wieder nicht richtig geklärt. Jadon Sancho, ein paar Übersteiger sind das. Dann Marco Reus, das geht zu leicht an Gerhard vorbei und hinein ins Tor. 24. Minute, 2:0. Auch diese Höhe ging schon in Ordnung. Doch davon wachten die Wölfe dann tatsächlich mal auf. Yannick Gerhardt. Zu einfach dieser Ball. Zu Wout Weghorst, der Niederländer, freigespielt. Und in der 39. Minute keimten neue Hoffnungen auf. Weigel geht raus, geht das Risiko, dann muss er den Ball haben. So ist Weghorst ungedeckt und schlägt zu. 2:1 also nach 45 Minuten und der BVB war kurz davor eine richtig gute erste Hälfte doch noch wieder zu zerreißen, weil der VfL nun aber auch besser spielte. William zieht in den Strafraum ein. William wird nicht angegriffen. Und in der 64. Minute kann es hier eigentlich schon 2:2 lauten. Da war sie wieder zu spüren, die Angst vom 2:2 nach einer Führung. Nur die Zeit spielte für den BVB. VfL Wolfsburg aber steckte natürlich nicht auf. Wout Weghorst, William, der hat jetzt einige Akzente nach vorne. Hinten wurde er nicht mehr wirklich gebraucht, weil Dortmund keine Nadelstiche mehr setzen konnte. Und es war einzig und allein das Spiel auf ein Tor. Und so gehörte auch die letzte Möglichkeit den Wölfen. Felix Klaus mit der Ecke und Josip Brekalo. Auch nicht der Größte. Dennoch kommt der Kroate zum Kopfball, der nicht so schlecht war, aber nicht den Weg ins Tor findet. Und so rettet der BVB den Erfolg über die Ziellinie, wenngleich das 2:2 absolut verdient gewesen wäre. Das Hauptstadtduell zwischen dem 1. FC Union und dem Berliner Sportclub stieg am Samstagabend und es war nicht gerade berauschend zu Beginn. Die Hertha wollte keine Fehler machen, aber auch Union Berlin in der Defensive zu kompakt, als dass hier wirklich große Möglichkeiten aufkamen. Bis in die 26. Spielminute. Dann ergab sich nämlich mal die erste
kleinere Lücke. Subotic ein Schritt zu spät. Davy Selke ist da. Doch Rafa Gikiewicz kann den Ball klären. Eisern Union konnte das durchaus gefallen. Denn dann bekam sie auch noch eine Chance vor dem Seitenwechsel. Marius Bülter auf der Außenbahn. Hertha geht nicht richtig rauf. Robert Andrich dann mal. Das geht viel zu leicht. Robert Andrich. Rune Jahrstein ist aber da im kurzen Eck. Den muss er halten. Den hält er. Somit ging es torlos in die Pause. Es wurde schon von einigen im Vorhinein befürchtet, aber berauschend war es dann leider wirklich nicht. Der zweite Durchgang dann vom Gast etwas besser geführt. Wolf mit der Flanke und Davy Selke kriegt aber nicht richtig Druck hinter den Ball. Setzt sich da zwar gut durch im Kopfballduell, wobei Friedrich dieses Duell nicht wirklich eingeht und Glück hat, dass Selke den Ball nicht richtig kontrolliert bekommt. 65. Minute, Union Berlin nach vorne, nun nahezu wirkungslos. Wolf wieder mit der Flanke, die war eigentlich schlecht, doch Ibisevic bleibt in der Szene drin. So auch Pierre Sjelbred. André Duda aus der zweiten Reihe mal. Wenn schon spielerisch nicht viel geht, dann mal vielleicht ein Sonntagsschuss am Samstagabend. Die Hertha blieb dran, Union Berlin wollte sich über die Ziellinie retten. Davy Selke, Marius Wolf, die dritte Flanke und diesmal kommt sie an. 80. Spielminute, Dodi Luke Bacchio. Der Lucky Punch doch noch da. Wobei er nicht so glücklich ist, weil die Hertha im zweiten Durchgang durchgängig auf den Führungstreffer drückte und somit vollkommen verdient als Sieger vom Feld geht. Der erste FC Union Berlin konnte leider nicht viel dagegen halten. Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Köln. Manche mögen es als Derby bezeichnen. Zumindest geografisch eine durchaus ansprechende Party, denn Fortuna Düsseldorf und Köln halten sich beide im Tabellenkeller auf. Fortuna Düsseldorf hier mit der ersten Möglichkeit gegen Timo Horn. Die Fortunen mussten sich ja geschlagen geben am letzten Spieltag gegen den SC Paderborn. Der erste FC Köln verlor mit 3:1 gegen die Mainzer. Doch die Geißböcke spielten auch nun konstruktiver nach vorne. Schindler mit der Flanke und dann Skiri. Was für eine Möglichkeit. Starke Parade von Zach Steffen. Der Kopfball ist aber auch nicht gut genug platziert. Da darf ein Keeper eigentlich keine Chance mehr bekommen. Halbe Stunde gespielt. Köln kam immer besser rein. Und Simon Terodde trifft zum 1:0. Geht dann vor den Gästeblock jubeln. Bleibt hier eiskalt. Lässt diesmal Steffen keine Chance. Und brachte die Halbzeitführung ein. Fortuna Düsseldorf musste jetzt aufpassen, dass nicht der nächste Konkurrent im Abstiegskampf gegen sie siegreich von dannen zieht. Vor allem nicht in der heimischen Arena. Köln wollte aber nachlegen. Luis Schaub zu Simon Terodde. Stark freigespielt hier Kingsley Schindler. Und Zach Steffen wieder mal mit einer starken Reaktion. Super gespielt, aber Schindler weiß ganz genau, dass so ein Ball notwendigerweise drin sein muss. Doch Düsseldorf kam im zweiten Durchgang nahezu nullmal vors gegnerische Gehäuse. Köln verpasste es aber, die Entscheidung zu erzielen. Knappe 10 Minuten noch auf der Uhr. Dann verliert hier Hector den Ball gegen Bernhard Tepetai. Zimmermann. Schichos, der hier auch den Ball an Hennings verliert. Bozek gibt ihn gleich wieder Hennings. Der ist alleine auf weiter Flur. Bornau sichert die Mitte ab, aber muss draufgehen. Kann aber dann
nicht mehr den Ausgleich verhindern. 83. Spielminute. Ruven Hennings bleibt eiskalt und schießt 1:1. Das ist nicht verdient. Das ist höchst glücklich für die Gastgeber. Doch der 1. FC Köln verpasst es eben, die Entscheidung zu erzielen. Zum Abschluss des 10. Spieltags empfing der FC Augsburg den FC Schalke 04 in der heimischen WWK Arena. Die Fuggerstädter standen hier zu Beginn sehr tief. Die Königsblauen taten sich schwer, nach vorne etwas zu kreieren. Nun Amine Harit hier mit Udokai im Zweikampf und plötzlich gab es Elfmeter. 22. Minute, Udokai stellt sich hier äußerst unglücklich an und spielt dann hier den Ball mit der Hand. Es gab auf jeden Fall Strafstoß. Daniel Caligiuri bleibt eiskalt. 23. Minute. Die verdiente Führung für die Gäste etwas ungewöhnlich zustande gekommen. Doch der FCA lieferte einfach nicht ab. Über eine halbe Stunde gespielt, weiterhin kein Lebenszeichen der gastgebenden Elf. Burgstaller und Rabbi Matondo. Harit bekommt den Ball von Matondo wieder. Und 0:2, 33. Minute. Absolut verdient der FC Augsburg jenseits von Gut und Böse. Nicht wieder zu erkennen zu den Spielen gegen Wolfsburg und dem FC Bayern München. Und nochmal Schalke vorm Seitenwechsel. Daniel Caligiuri, Serdar Omar Mascarell, Kubek auf der Hut, verhindert hier Schlimmeres in der 42. Minute. Doch es war immer noch nicht Pause. Der FC Schalke hatte noch nicht genug. Burgstaller. Gute Aktion vom Österreicher. Hält hier gut den Ball. Über Umwege der Ball zu Daniel Caligiuri. Ein Übersteiger und ein fantastischer Abschluss. 3:0. Die Messe war gelesen. Unglaublich, wie Augsburg hier auftrat. 0:3 nach 45 Minuten. Das war sogar noch etwas zu niedrig. Im zweiten Durchgang konnten sich die Augsburger dann etwas fangen. Stunde jetzt gespielt. Rabbi Matondo, Burgstaller legt in die Mitte. Amine Harit, 0:4. Ein Albtraum für den FCA und fantastisch für den FC Schalke. Schalke steckte dann aber etwas zurück und der FC Augsburg kam nochmal nach vorne. Immerhin der Ehrentreffer durch Alfred Finn Burgason von Niederlechner bedient. Der einzige Lichtblick, aber ansonsten war das wirklich ein miserabler Auftritt vom FCA und so müssen sie sich hochverdient auch in der Höhe mit 1:4 gegen Schalke geschlagen geben. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten soll es das gewesen sein. Hier seht ihr noch einmal kurz die Tabelle im Überblick. Vielen Dank fürs Reinschalten. Nochmal danke für die 10.000 Abos. Hat mich mega gefreut. Wir sehen uns in Kürze. Bis dahin und adios.